Hallo zusammen, schönen guten Morgen aus der herbstlichen Lüneburger Heide. Da ist ein kleiner See, die Sonne ist gerade aufgegangen, die Farben explodieren, es ist ein herrlicher Tag. Super Tag, um über Objektive zu reden. Und zwar filmt mich jetzt die Sony A7 R3 mit dem Sigma MC11 Adapter und da dran ist die Canon-Version von dem Sigma 105 Blende 1.4 Art. Disclaimer, das ist ein Leihgerät von Sigma Deutschland, das muss ich dann auch nächste Woche wieder zurückgeben. So, ich bin jetzt auf Blende 1.4, wie man hoffentlich sieht. Ich bin so vielleicht 7 Meter weg und es ist ein bisschen Laub vor mir und natürlich sehr viel Laub hinter mir, Halbkörperporträt. Ich komme mal dichter, weil Entfernung, Fotografie, Entfernung ist alles. So, ich habe jetzt Gesichtserkennung an, kein Augenautofokus, das geht im Videomodus natürlich nicht, Gesichtserkennung. Und ich glaube, man sieht zum Beispiel den Steg dahinter mir, den sieht man eigentlich nicht mehr. Auch das Laub drumherum ist jetzt völlig unscharf und nur noch Farbkleckse. Und darum geht es ein bisschen. Mit diesem Objektiv kann ich draußen arbeiten und ich kann Hintergründe zu Farbklecksen machen, zu Mustern machen. Ich gucke nur noch nach Farben und Mustern und ich gucke nicht mehr, was da ist, weil man sieht sowieso nicht, was es ist. Es ist nachher nicht mehr erkennbar, was es ist. Egal, ob es ein Auto ist oder Verkehrsschilder oder jetzt eben der Steg oder so. Gerade wenn ich noch ein bisschen dichter komme. Natürlich bei Blende 1.4, Gesichtserkennung hin und her. Ich habe jetzt wahrscheinlich nur noch die Nase im Fokus und die Augen nicht mehr. Also es ist eigentlich für enge Porträts irgendwann nicht mehr geeignet, da würde ich eher auf Blende 2.5 oder sowas gehen. Das machen wir. Ich gehe doch hier mal auf Blende 2.5. So, jetzt bin ich auf Blende 2.8 und man sieht jetzt deutlich mehr von dem Hintergrund. Der ist aber immer noch unscharf natürlich und er ist auch immer noch sehr schön und das ist ganz wichtig. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass der Fokus, dass das Bokeh vor und hinter dem Model sehr, sehr schön ist und eigentlich egal, bei welcher Blende. Ich kann jetzt auch mal auf Blende 8 gehen oder sowas. So, komm hier, Blende 8. Zack. Immer noch attraktiv, so wie es dargestellt wird. Also immer noch schöne Formen und so weiter, egal bei welcher Blende. Und das ist ungewöhnlich, das ist sonst nicht so bei anderen Objektiven. So, das 135er Canon zum Beispiel, das habe ich. Und da war ich bislang ein sehr großer Fan von. Seit dieser Woche nicht mehr. Weil das ist einfach eine ganz andere Liga. Auch preislich, auch von der Größe her, Gewicht her und so weiter, aber auch von der Abbildungsleistung. So, weil es Spaß macht, gehe ich zurück auf Blende 1.6, sagen wir mal. So, voilà. Und jetzt bewege ich mich mal ganz kurz. Wenn er mir hängt, dann hängt er, ne? Jetzt hat er mich. So, jetzt habe ich mich ein bisschen bewegt. Es ist nichts vor mir. Und hinter mir ist der See und auf der anderen Seite von dem See ist jetzt halt Laub. Und wie man sieht, sieht man nur noch Farbkleckse. Ein bisschen Blau von dem See und dann halt Grün und Rot und Bunt und so weiter von dem Hintergrund. Und das ist eben das Schöne daran, an solchen Objektiven. Das muss nicht das sein, aber durch diese extreme Offenblende Farbkleckse. Und jetzt komme ich, die Sonne kommt jetzt halt von der Seite. Man sieht es, die Gesichtshälfte ist deutlich heller. Und ich kann mich jetzt auch ein bisschen drehen und dann kommt das Licht von hinten. Spielt eigentlich keine Rolle. In alle Richtungen schön und sehr attraktiv. Und ich filme jetzt damit bewusst, damit ich zeigen kann, dass es out of camera schon so fantastisch aussieht. So, jetzt habe ich mich gedreht. Jetzt kommt die Sonne von hinten und das Objektiv ist halt riesig. Das heißt, die Sonne geht ins Objektiv rein. Man sieht das, der Look ist jetzt ein bisschen flach, ein bisschen Retro-Style meinetwegen. Kontrast fehlt, weil das Licht halt von hinten und da reinkommt. Dafür sieht man aber sehr, sehr schön da oben das Bokeh. Achte mal da drauf. Also beim Fotografieren würde ich jetzt einen Blitz nehmen oder einen Reflektor nehmen, damit ich wieder ein bisschen heller bin. Aber achte mal auf das Bokeh, Blende 1.4. Gehen wir mal auf Blende 2.8. Dann ist das immer noch attraktiv und immer noch ziemlich rund. Einfach natürlich nicht mehr der Look wie bei 1.4. Der eine Schwachpunkt von dem Objektiv ist eigentlich genau so eine Situation in die Sonne rein. Weil das Objektiv so groß ist, hat man das relativ schnell, dass auch Sonne mit reinkommt, weil einfach physikalisch, ne, es ist groß, Sonne kommt irgendwann rein und dann habe ich halt diesen eher flachen Look, dadurch, dass die Sonne mit reinkommt. Aber sobald ich mich ein bisschen drehe und halt wieder die Sonne aus dem Objektiv raus habe, ist alles gut, ich drehe mich. So, also jetzt stehe ich in der Sonne, ganz leicht fleckig und Hintergrund ist nur noch Autofokus. Ich stehe neben der Straße leider und hier darf man nur 70 fahren, aber wir sind auf dem Dorf. Hier fährt keiner 70, deswegen ist zwischendurch ein bisschen Lärm, sorry. So, reden wir mal kurz über das Objektiv.
Wie Sigmar selbst behauptet, das ist so breit, also eine große Öffnung, damit es weniger Vignette hat, damit quasi mehr Licht reinkommt. Keine Ahnung. Es hat eine Vignette, natürlich hat es bei Blende 1.4 eine Vignette, aber die ist attraktiv. Die ist so, wie ich sie im Lightroom sowieso machen würde. Es ist ein Porträtobjektiv, damit mache ich nichts anderes als Porträts. Also ich wüsste nicht, warum ich mir das sonst kaufen sollte. Und dann ist die Vignette für mich völlig okay. Also die ist nicht sehr doll für Blende 1.4. Und bei Blende 2 ist sie eigentlich schon nicht mehr da. Das Objektiv ist scharf, und zwar schon bei Blende 1.4. Es ist wirklich, wirklich auffällig scharf. Es löst unheimlich hoch auf. Ich habe die Sony A7 R3 mit den vielen Megapixeln und das ist eine Freude, da rein zu zoomen und irgendwie Augenwimpern zu zählen und so. Also man kann da auch in der Nachbearbeitung natürlich dann sehr viel machen, weil ich so doll reinzoomen kann und ich habe tatsächlich diese Auflösung. Viele Objektive liefern ja gar nicht genug quasi Vorlagen für die Pixel, die ich eigentlich auf dem Sensor hätte. Das habe ich hier natürlich, also sehr, sehr, sehr gut. Und sobald ich ein bisschen zumache, ist also die Schärfe so, dass man schon wieder... Also Porträts schärfe ich normalerweise sowieso nicht sehr doll und hier also gar nicht oder sogar negativ oder so. Weil irgendwie mein Model nicht gerade 16 ist, sondern schon so im Alter wie ich bin, dann will ich so viel Schärfe eigentlich gar nicht haben. Aber ich kann sie rausnehmen, also ich habe sie, wenn sie möchte, hat sie halt. Autofokus klappt sehr, sehr gut. Gesichts- und Augen-Autofokus an der Sony mit dem Adapter klappt sehr, sehr gut. Und das ist ein Punkt. Weil wenn du eine Spiegelreflexkamera hast, dann wirst du mit dem Objektiv Schwierigkeiten haben. Du musst den Fokus eventuell, wahrscheinlich musst du den Fokus anpassen. Wahrscheinlich hast du nicht alle deine Autofokuspunkte sind überhaupt geeignet dafür bei Blende 1.4 und so weiter. Also da hast du relativ viel Ärger und bei einer Systemkamera hast du das natürlich nicht. Das muss ja nicht die Sony sein. Aber der Augenautofokus, Blende 1.4, Augenautofokus und los geht's. Ja, vorsichtig, du hast sehr, sehr wenig Schärfentiefe, wenn du nah rangehst. Also selbst wenn das Auge getroffen ist oder ungefähr das Auge getroffen ist, bei mir bleibt er ja meistens an der Augenbraue hängen. Trotzdem hast du natürlich, wenn ich so stehe und der Augenautofokus auf das Auge geht, ist das natürlich schon Autofokus und so weiter. Muss man vielleicht nicht machen. Aber so für Halbkörperporträts oder Ganzkörperporträts oder Frau und Pferd oder Frau und Kind oder eben Pärchen und so weiter. Draußen Pärchen fotografieren damit. Da hast du schon gewonnen, sobald du das erste Testfoto machst. Wirklich, es ist einfach unglaublich. Du siehst es ja, wie dieser Look ist. Und der kommt einfach an. So, mein persönliches Fazit. Ich habe das Objektiv jetzt erst ein paar Tage. Bei uns in der Küche hängen mehrere Bilder, die ich damit gemacht habe. Bei uns im Familienalbum kommen mehrere Bilder, die ich damit gemacht habe. Mehrere meiner Lieblingsfotos von diesem Jahr habe ich damit gemacht, innerhalb der letzten 3-4 Tage. Wirklich, also Christina und Ronja, egal wo ich sie hinstelle, wo ich sie hinsetze, einfach morgens und abends halt, nicht in der Mittagssonne, dann irgendwie, sieht einfach alles toll aus. Wirklich, so toll ist das. Ein großer Nachteil ist, um das mal schnell zu sagen, nicht in der Mittagssonne fotografieren, weil ich bin jetzt bei Blende 1.4 bei 1/3200stel. 1/3200stel und die Sonne ist erst eine halbe Stunde da. Also in der Mittagssonne müsstest du einen Graufilter nehmen. Guck mal, was ein Graufilter für 105 mm kostet. Das ist tatsächlich ein Problem. Größe ist generell kein Problem. Das wurde ich sofort angeschrieben, dass die Größe ein Problem sei. Nein. Nein, warum? 70-200er daneben stellen, dann ist die Frage geklärt nach der Größe. Es ist kleiner als 70-200er. Ich arbeite viel mit dem 70-200er. Irgendwie ganz, ganz viele, ich darf ja nicht alle sagen, aber fast alle Porträtfotografen haben 70-200er 2.8 und lieben das mit gutem Grund, weil damit ist man super flexibel, kann ganz tolle Bilder machen und ist halt flexibel. Das ist teurer und größer und schwerer, glaube ich, schwerer als das. Es fühlt sich aber schwerer an. Also von sogar kein Problem. Ich habe jetzt einen Rucksack dabei, ich habe drei Kameras dabei, die Canon 80D, die und die Panasonic G9, weil ich hier verschiedene Sachen gemacht habe. Und das geht wunderbar, Stativ noch in der Hand, ist doch überhaupt kein Problem. Wir sind ja hier nicht zum Zelten in den Alpen. Ich habe gesagt, was man mit dem Objektiv macht, nämlich draußen Porträts und zwar eben nicht enge Headshots, sondern tatsächlich so eher Ganzkörper oder Pärchen oder sowas. Die große Frage bleibt natürlich 70-200er, 85er, 135er, 105, was ist besser? Es gibt natürlich keine Antwort. Schau dir das Video von mir an, wo ich verschiedene Brennweiten zeige und den Einfluss halt eben, wie das mit dem Porträt aussieht. Dann kannst du selbst ein Bild machen, leih dem halt mal Objektive aus. Und es gibt nicht richtig oder falsch. Wenn ich überwiegend drin arbeiten würde und Porträts drinnen machen würde, würde ich mit 85er arbeiten. Weil ich überwiegend draußen bin, arbeite ich gerne mit dem 135er oder 70-200er. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Zoom. Ich muss mir vielleicht mal das Sigma 135er angucken, das kenne ich nicht. Weil das Canon 135, was ich habe,
ist halt schon wirklich eine ältere Generation, das ist einfach wirklich nicht scharf. Und sobald ich die Blende ein bisschen zumache, ist denn das Bokeh auch nicht mehr so toll. Aber bei Blende 2 ist es natürlich fantastisch. Hat einen Grund, warum das so legendär ist. Aber es ist vor allem deswegen legendär, weil das lange Zeit so gut war. Und inzwischen die neuen Objektive sind so viel besser geworden. Ich meine, wenn ich so viel mehr Schärfe haben kann, ja gut, es kostet halt auch wesentlich mehr. Kann ich dir nicht abnehmen, die Kaufentscheidung. So, ich hoffe, ich habe ein bisschen Gelüste geweckt. Ich hoffe nicht zu sehr, nicht gleich wegen mir das Sparschwein schlachten. Es gibt auch andere ganz tolle Objektive und ich habe jetzt sehr Freude damit gehabt. Und es tut mir leid, dass ich es wieder zurückgeben muss. Ich bin mir sicher, wenn ich es länger her haben würde, würde ich es auch viel benutzen. Es ist halt kein Objektiv, das ich mit in den Urlaub nehmen würde. Oder das ich mitnehme, wenn ich auf eine Hochzeit gehe oder sowas. Deswegen hat so ein 85er Blende 1.8 auf jeden Fall weiterhin seine Berechtigung, weil es so viel kleiner ist. Und ich würde mir, wenn ich jetzt Hochzeitsfotograf wäre, das vielleicht tatsächlich gönnen, so für die Brautpaar-Shootings, die am anderen Termin sind. Ne? Das hat man ja häufig. Dafür ist es natürlich ein Traum. Aber ich würde es nicht mit zur Hochzeit nehmen, sondern dann vielleicht doch das 85er oder sowas. Aber was soll ich sagen? Ja, ich muss ja gar nichts sagen, oder? Ich kann es ja zeigen hier. Out of Kamera, out of Focus, selbst im Video ein unglaublicher Look. So, Ronja wird ungeduldig. Ich muss zurück zum Auto. Christina und Ronja laufen da rum und Ronja, es ist langsam zu langweilig, das Ganze fotografieren und filmen. Ich filme das schon zum zweiten Mal. Also, ich hoffe, das war interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.